Okay, dann sagt mal alle Hi YouTube, damit die Leute sich nicht so alleine fühlen. Und wir schauen mal, was wir hier machen, weil eigentlich müsste ich nach hier, aber eigentlich ist hier ist wichtig, so. Aber dann müsste ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist ein bisschen ätzend. Speierblume, danke für 20 verschenkte Subs. Oh mein Gott, vielen, 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 vielen Dank. 70-30 Split, es zahlt sich aus. Für mich. Hauptsächlich, aber ey, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich möchte eigentlich gucken, aber ach, der ganze Weg wieder, aber wir machen's. I don't care. Los geht's. Wir machen übrigens kein Bahamut heute. Ich habe beschlossen, dass ich erstens nicht so lange streamen möchte und zweitens, dass mich die Story an sich mehr interessiert. Daher, don't hate me. Oh, warte, ich muss noch das Spiel ändern. Und zwar auf Final Fantasy XIV. So. So. Fertig. Bing, bang, boom. Das hier nehmen wir direkt an. Was war das nochmal? Ohrringe. Fein. Aber viel wichtiger ist, dass wir den Windäther-Kram kriegen. Ist das dein versteckter Mogri? Suchst du nach mir? Dann hast du mich ja gefunden. Was für ein Schelm einfach. Wie gut er sich versteckt hat. Ich hätte ihn fast nicht gefunden. Da oben ist noch ein Mogri. Das ist nur die Frage, wie man da hochkommt. Nicht so, auf jeden Fall. Ich glaube, da hinten könnte auch noch einer sein, oder? Oder hier irgendwo? Okay, meine Katze macht schon wieder Quatsch, aber das ist fein. Ich lasse sie jetzt einfach Quatsch machen, damit sie lernt, dass sie dadurch meine Aufmerksamkeit bekommt. Mein Ziel ist heute, in der Story hier voranzukommen. Das war's. Also, meine Ziele sind relativ machbar, glaube ich. Wow! Du hast mich gefunden! Das gibt's ja gar nicht. So, das war schon mal ziemlich cool. Ist beides einfach das gleiche. Das ist legit einfach das gleiche, ne? Es macht keinen Unterschied so. Ich nehme den hier. Tada! So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder nach da hinten laufen. Fun! Fun, fun, fun! Mein Ziel heute ist es, ein Videospiel zu spielen. Ich will ihr keine Aufmerksamkeit geben, aber sie macht es mir echt schwierig, sie zu ignorieren. Sie macht nur Quatsch schon wieder. Oh Mann.
halt diese Katze. Auf jeden Fall ein Dude, Alter. Miss Kitty versucht gerade überall hochzuklettern. Und hält sich dabei halt an Dingen fest, die unter Umständen umfallen könnten. Und dann habe ich Angst, dass sie die Dinger tatsächlich umwirft. Und das Problem daran ist, dass sie unter Umständen ziemlich teure Sachen einfach mal umwerfen könnte. Und das wäre halt echt doof. Richtig? Ja. Also zum Beispiel meine Kopfhörer, die haben halt hier an der Seite so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Gitter einfach nur. Und da kann sie sich halt mit ihren Krallen reinhaken und dann dieses Gitter rausziehen, was ich auch nicht wusste, dass das geht. Aber das hat sie erfolgreich geschafft. Und dann dachte ich mir so... für die Kleinen habe ich zwischen 100 und 250 Euro bezahlt. Bei 250 muss das aber halt auch echt in einem Top-Zustand sein, ansonsten lohnt sich das nicht. Du musst aber auch bedenken, dass wenn du dir tatsächlich so ein PVM holst, du brauchst da spezielle Verbindungskabel für... Also die für 500, 600 Euro sind meistens dann die größeren. Also es gibt die halt in verschiedenen Größen. Es gibt die halt auch in so 27 Zoll Größe, aber die kosten dann halt irgendwie ends viel. Die kleinen gehen bei eBay meistens für so 200 bis 300 Euro weg, was aber halt auch schon echt teuer ist. So, ich würde echt bei Kleinanzeigen gucken, dass du da irgendwie... die so einen Gebrauchten da holst irgendwo. Da kriegst du die meistens für, wie gesagt, so 100, 150, 200, 250 Euro. Halt der teuerste, den ich habe, der hat, glaube ich, echt 250 Euro gekostet, aber den habe ich auch aus Italien importiert. Weil ich einfach dringend einen brauchte, um den zu ersetzen. Aber normalerweise würde ich halt dafür auch nicht mehr als 150... 175 Zahlen. Ja, es war ein bisschen... Es war sehr dringend, dass ich den brauchte, daher... Und du musst damit rechnen, dass die jederzeit kaputt gehen könnten. So, am Rande bemerkt. Die Dinger sind halt einfach bald so 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, so. Es kann sein, dass halt einfach spontan so die Farben nicht mehr gehen oder dass er einfach ausgeht oder gar nicht mehr angeht oder halt irgendwas anderes damit ist. Und es kann halt auch sein, dass du den einfach auch nicht repariert kriegst und es dafür auch keinen Menschen mehr gibt, der die repariert und dann hast du halt einfach so 200 Euro weggeworfen. PVMs sind die kleinen Fernseher, die hier hinten stehen. Das sind... Also PVM steht für Professional Video Monitor. Und die kleinen Dinger, die hier hinten stehen, die wurden damals in Film und Fernsehen genutzt. Als Produktionsfernseher. Und es gibt einmal die PVM-Reihe und dann gibt es die BVM-Reihe. Und die PVM-Reihe ist meistens so bei Fernsehstudios benutzt worden. Also bei so News-Sachen. Und die BVM-Reihe wurde meistens bei Filmstudios benutzt. Also wenn es halt... Nee, gar nicht andersrum. die PVM-Reihe wurde bei Filmstudios benutzt. Die BVM-Reihe wurde bei Newsstations und Fernsehproduktionen und so benutzt. Weil das eine steht da für Broadcast Video Monitor und das andere steht für Professional Video Monitor. Und die unterscheiden sich...
nicht wirklich im allgemeinen Gebrauch für Videospiele, aber unterm Strich ist halt die BVM-Reihe ein bisschen besser als die PVM-Reihe. Aber das, da geht es halt echt um Details so und das ist halt im Grunde genommen ist es eigentlich egal. So, ich habe da auch, ich glaube, ich habe ein BVM da stehen und zwei PVMs und wenn du die alle drei anhast, die sehen halt exakt gleich aus, so daher. Kleiner Exkurs, was das für kleine Fernseher da hinten sind. Aber vielleicht soll ich mal ein Video darüber machen. So, ich werde halt ständig danach gefragt. Und ich habe so einen fetten Pickel auf der Stirn. Der ist voll anstrengend, aber ich kriege ihn nicht weg. Ah. Mein Leben ist eine Pein einfach nur. Crying every day. All the videos. Warte mal, wo ist denn mein... Hier ist mein... Okay, ich dachte gerade, Sound ist irgendwie doppelt, aber nein, ist er gar nicht. Cool, los geht's, Estinien. Zeit für 49.920 EP, Junge. Let's go. Wenn dieser Sith es geschafft hat, die Barriere von Garuda zu durchdringen, dann gelingt ihm dieselbe Kunststück vielleicht auch hier. Werd hier bereit, ihn um Hilfe zu bitten? Ja. Ey, wir sind schon bei der Hälfte von Heavensward, so. Zumindest dem Main Game. Post-Patch? Noch nicht so. Aber ey, Main Game ist halt fast geschafft, Junge. Lass uns nach Ishgard aufbrechen und Sith suchen. Dienstaccounts? Gar nicht, Alter. Das Ding ist, bei Final Fantasy 14 Stuff kann dir eigentlich nur der Support helfen. Was geht denn genau nicht? Vielleicht kann ich bei der Beschreibung des Problems für den Support helfen. War hier nicht auch irgendwo ein Dude, mit dem wir reden mussten? Um irgendwelche Sachen freizuschalten bezüglich Mount-Geschwindigkeiten? Wenn ich hier gerade schon mal bin und es mir spontan wieder einfiel. Zumindest scheint hier nirgendwo jemand zu stehen. Sid müsste noch in Ishgard sein, um den Auftrag der päpstlichen Kurie abzuschließen. Okay. Also klingt so, als ob die einfach deinen PlayStation Network Account anlinken müssten und dann musst du den einfach nur mal neu verlinken. Warte mal.
Dann weiß ich es leider auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht mehr in meiner Gehaltsklasse hier. Da musst du halt echt den Support so lange nerven, bis sie was tun. Brauchst du wieder meine Hilfe? Sid Garland. Na klar, von dem habe ich schon gehört. Wie du weißt, entgeht mir nichts. Schon gar nicht so große Fische. Sid wurde beauftragt, die Arbeiten am gigantischen Luftschiff des Papstes zu beaufsichtigen. Das ist ja Wahnsinn! Ja, halt echt einfach nochmal schreiben, sagen, hä? Halt, ich habe meinen PSN-Namen geändert. Und kann mich halt nicht einloggen, weil mein alter PSN-Name damit noch verlinkt ist. What is going on? So, mach mal, dass es geht. Und Alpino, das ist ja mal eine schöne Überraschung. Was treibt euch her? Wir brauchen deinen Rat, Sid. Eine Windbarriere durchdringen, hä? Du hast schon recht, Alpino. Mit der Enterprise kämen wir da vermutlich durch, aber ich fürchte, die wird sich für eure Zwecke nicht eignen. Die Enterprise ist zu groß und nicht wendig genug, um den flinken Drachen auch in der Luft Paroli zu bieten. Gibt es denn sonst keine Möglichkeit? Nidhogg und seine Schar könnten jeden Tag über Ishgard herfallen. Wir müssen etwas unternehmen. Kein Grund zur Panik, mein Junge. Wir haben nur noch ein Ass im Ärmel. Big Swedge, Zeit für euer Spezialprojekt. Am besten seht ihr es mit eigenen Augen. Wir treffen uns in der Himmelsstahlwerkstätte. Macht euch schon mal auf eine Überraschung gefasst. Oha, let's go. Unser Spezialprojekt befindet sich in der Werkstätte. Dir fallen bestimmt die Augen raus, wenn du es selbst siehst. Feast your eyes upon our latest and greatest feat of engineering. We call it a mana cutter. After you put down Gaius, Wedge and me struck out on our own for a bit and started work on the successor to the tiny Bronco. Oh my god. Impressive little thing, isn't she? My talent for ship design has plainly rubbed off on them. They've adapted the principles of corrupted crystal technology and constructed a mechanism which converts ether from its surroundings into elemental wind. Said wind is then harnessed by the specially engineered sails, providing the craft with propulsion and lift. All in all, a most elegant solution. I'm actually a little upset that I didn't think of it myself. The design does, however, come with one small flaw.
The energy conversion ratio is bloody awful. To generate enough power to get you off the ground, you need to be in an area awash with predominantly wind-aspected ether. In other words, there are a few places you can fly, lots of places you can't. The new Ishgardian airship hasn't left the boys much time for tinkering, meaning it may be a while before this particular project takes off, if you'll forgive the pun. Tataru, what's happened? Deine Stimme ist so dumm. All over for you. There's been word from Aldar. It's about Her Grace, the Sultana. It seems you're required elsewhere. Leave the Mana Cutter with us. We'll see that she's airworthy and suitably equipped to slice through those winds. You, meanwhile, should concentrate on providing Rauban and the Sultana whatever help they need. Oha! Haltet euch fest. Wir wissen jetzt vielleicht, wie wir die Sultana finden können. Rauban möchte, dass sie sofort in den Sonnenwind kommt. Okay, okay. Nidhogg kann warten. Wir müssen die Sultana retten. Der Sonnenwind war das Ding hier, oder? Ich habe nicht mehr viele Tickets dahin. Langsam reicht es, dass ich da ständig hin muss. Das leuchtet voll schön, was auch immer sie hier hat. Sehr cute. Thank you for coming. No thanks are necessary, General. I trust your recuperation continues apace. I cannot complain. Thanks to Higiri and her ministrations, I've regained much of the strength I lost during my imprisonment. I gather you have made progress in the search for Her Grace. Aye, some good fortune at last. A few days past, Dulala informed us that a sizable shipment of alchemical supplies had been delivered to the palace. With Papa Shan's assistance, I set out to ascertain the source and nature of the shipment. My inquiries led me to Frondale's frontistry. There, I learned that an order had been placed for a curious substance designed to sustain patients trapped in death-like slumber. An invention of the former head alchemist, apparently. A death-like slumber? This cannot be a coincidence. It lends some weight to Dulala's claims, aye. Her Grace is likely somewhere within the palace, abed but alive. Before making any attempt to extricate the Sultana, however, it seemed prudent to learn what manner of substance was used to induce her torpor. To that end, I made inquiries as to the whereabouts of the one most like to have administered it. The lady in waiting, Meriel. We sent for you as soon as we learned of her location. All that remains is to apprehend the woman. We shall find our cat's paw in the Silver Bazaar. But we must tread carefully. The market is not the bustling place it once was, and someone is sure to mark our coming.
Should they inform the monetarists, we'll have a fight on our hands. We must be prepared for the worst, and being short an arm, I thought it wise to take another in its stead. What say you, Warrior of Light? Will you lend me yours? Then I pity the bastard that stands in our way. Come, my friend, for Nanamo and for Uldah! So, let's go. Ah, mein Quen zufolge ist Mariel eine Wieslanderin. Du hast sie schon getroffen, nicht wahr, Mu? Nach den Vorfällen im Palast ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt, zum Silberbazar. Vielleicht sollten wir uns da mal umhören. Okay. Dann hören wir uns doch da mal um. Wo muss ich denn da hin? Okay. Ach, das fühlt sich gut an. Whee! Freiheit! Terrifying boundless freedom! Warum musste ich hier keine Windätherquellen suchen, so? It makes no sense. Voll der Trickflug, Junge. Whee. Ob mir eine Rückkehrerin aufgefallen ist. Ha. Who knows? Schön, dich wiederzusehen. Geht's dir gut? Du suchst nach Mariel. Die würde ich an deiner Stelle lieber in Ruhe lassen. Oh, die hat sich zu rechtfertigen. Oh, warte, hier ist ein Postboten-Muggel. Perfekt. Was bekomme ich denn da? Oh, wie cool. Aufregend. Die ist auch so da zurückgekehrt, aber irgendwie wirkte sie sich nicht besonders glücklich. Mann, ich kann mir nicht vorstellen, warum. Hier ist sie schon mal nicht. Steht sie vielleicht hier irgendwo rum? Nope. Ist sie vielleicht irgendwo hier, irgendwo am Rande der Stadt? Hey Marcy, was geht ab? Ach, wie lange dauert das denn noch? Sie vielleicht in einem Busch hier irgendwo? Aha. Someone's pissed. You are Mariel, the Sultana's former lady-in-waiting. I know no one of that name. Pray excuse me.
General Alden! We will have the truth from you, girl. Mayhap it would be better coming from me. Lollarito, you'd best talk fast. As you know, Teleggi Adeleggi's Cartano Reclamation Bill was no more than a facade. A means to get his grubby little hands on that Allegan monstrosity Omega. When he learned of Nanimo's intention to abdicate, however, he was forced to amend his plans. Suddenly, assassination seemed the most promising way to further his ambitions. I am told Teleggi had discovered a maid in whose veins ran the blood of House Thorn. A new, more pliable puppet to sit the throne. 'Twould have caused an uproar, of course, but few could have contested her claim. T'was plain that Teleggi's wild machinations had outgrown our ability to control them. So I decided to usurp his scheme and left the fool to seal his own demise. And what of Nanimo? Oh, I have no desire to harm her grace. 'Twould profit me little to destabilize our government. Thus did I employ young Mariel here to administer a potent sleeping potion in place of a poison. You should know, General, that your dear friend Ilbird was fully aware of my plan. I had him lie about the assassination as a means to prime your rage against Teleggi. We weren't entirely sure how you would react, but things went rather better than expected. You conniving little worm! You had your claws in the Crystal Braves before their first recruit had sworn to serve! But of course! When a new game begins, 'tis only prudent to have a piece on the board. Ilbird was mine. Truth be told, a significant proportion of the Brave's initial endowment was also mine. With such large sums moving about, 'twas a rather trifling matter to disguise my own contribution. Ah, Ilbird. I secured his services with a promise to support his cause once my authority had been solidified. I swear, the man thinks of naught but prizing Alamigo from the grasp of the Empire. Unlike you, General, the poor fellow seems quite unable to forsake the land of his forefathers. Mayhap, that's why he called you a traitor to your people and a disgrace to your homeland, amongst other things. What was... Alas, Ilbird's entertaining little outbursts eventually gave way to wearisome tirades, and the zealous brute became rather unruly. I had no wish to see you executed, you understand, but he would not take no for an answer. Rest assured, his employment with me has long since ended. Which brings us neatly to the present. What say you, General? Both you and the Sultana are alive. We have one corpse and one fugitive, and preparations have been made to restore your good name.
Shall we cry quits and start again with a blank ledger? The hells we will! Do you honestly expect me to forgive and forget? After all you've done, you're guilty of high treason! Stay your blade, Master Alden. You yourself are not innocent. Or have you forgotten your own crime in executing Taleji Adeleji without trial? Though you acted out of loyalty to the Sultana, such deeds are in violation of both the word and spirit of the law. Die soll ihr Maul halten, einfach. If you would, Lord Lollarito? This potion will wake the Sultana from her slumber. Consider it a gesture of conciliation. You will find Her Grace resting comfortably within her private chambers. Should you doubt my word, I shall willingly accompany you to the palace as your hostage. I like not your motives, Lollarito. But you saved the Sultana's life, and for that, you have my gratitude. Rauban Alden. You are hereby reinstated as General of the Immortal Flames. The citizens of Uldar shall once more be united under Nanamo Ulnamo, and together we shall usher in a new age of prosperity. Lief doch mal besser als erwartet, würde ich mal so sagen, glaube ich. Irgendwie. Der Drahtzieher der ganzen Geschichte persönlich hier auftaucht, hätte ich im Traum nicht erwartet. Na dann, schauen wir mal, was hier noch passiert. Auf nach Uldar. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Mögen wir Miss Sleep mal kurz awaken und schauen, was so passiert. Hier. Aber schön, dass wir hier wieder rein können, ohne dass wir direkt in den Kerker geworfen werden. Was habe ich eigentlich für eine Hose an? Ist das die richtige? Ist das nicht die Cloud-Hose? Weird, aber fein. Der Phönix-General hat mich instruiert, euch Einlass zu gewähren. Bitte folgt mir.
I was having the longest dream. It's time to wake up, Your Grace. Another day begins in Thanalan, and the sun blazes bright upon the sands. Her Grace is awoken. The palace physician assures me she is none the worse for her slumber. I believe Her Grace will soon resume her plans to place the government of Uldar into the hands of its citizens. Whatever path she chooses to take, I shall walk it with her. And we shall tread slowly, lest the nation be unsettled in our wake. Her Grace's compassion is a shining beacon to us all. But what our city truly thrives upon is competition. Tis in the struggle against our rivals that opportunities are seized and fortunes made. And with the Empire on the offensive once more, now would hardly seem the time to turn our system of government upon its head. Are you privy to new intelligence, my lord? I would hardly call it new. Remind me, what was the name of that enormous Imperial warship which met its end in Mordona? Wait, I have it. The Agrius. Yes, well, 'twould appear that the Galleans have been hard at work on another such vessel. How close are they to completing this ship? Is it operational? Its maiden flight was a success, I hear. I should imagine Emperor Varys is eager to see how it performs in battle. My lords and lady, I move that it is time to repair the damage caused by Teleji Adeleji and prepare our great nation to repel the Empire once more. Tis well that the Sultana has awoken. The Syndicate yet needs to put its house in order, but 'twould seem the worst of the confusion has passed. Uldar has taken control of its future, and I must do the same. I have decided to disband the Crystal Braves. Among the recruits, there were those who supported our Order's goals and convictions with all sincerity. 'Tis my hope that these loyal men and women will choose to remain our allies in the battles to come. As for those who sided with the traitor, Illbird, they shall be hunted down and held to account for their crimes. It is my earnest hope that they will surrender themselves peaceably when the time comes, though I think it unlikely. Ah, my all-conquering Crystal Braves. The model army meant to pave the way for a single, unified Grand Company of Eorzea. That so high an ideal should be brought so low. I need not tell you how deeply the betrayal stung me. Yet I see now that it was mine own naivety and pride which allowed the Braves to fall prey to corruption. As ever,
It is to your own shining example that I turn for inspiration. Like... Let us resume the search for our missing comrades, that we might come together to shine the light of dawn across the realm once more. The role of Crystal Brave Commander suited me ill, and I shall play it no longer. Henceforth, I shall be no more or less than Alfino, proud member of the Scions. Oha, okay. Ha 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 ha. Noch immer keine Nachricht von Cid. Die Konstruktion der Mana-Schnitter ist wohl doch nicht so einfach. Bah. Ist die Sultana wohl auf? Ein Glück. Ja, somit sollte die Situation in Uldar sich erst einmal stabilisiert haben. Yugiri, die Domana haben den Sonnenstein doch genau beobachtet. Wie ist die Lage dort? Ist er noch besetzt? Nach Ilberts Flucht hat sich die Dritte zurückgezogen. Nun sind nur noch die Kristallstreiter dort. Diejenigen, die nach wie vor die Treue halten. Die mir die Treue halten. Selbst jetzt, da ich mit meiner Heldenarmee so kläglich gescheitert bin. Bevor wir nach Ishgard aufbrechen, werde ich noch einmal den Sonnenstein zurückkehren und die Auflösung der Kristallstreiter bekannt geben. Das ist meine letzte Pflicht und es fiele mir leichter, wenn du auch dabei wärst. Dann wollen wir mal nach Morduna. Aber ja, die Charakterentwicklung ist echt richtig gut. Ich meine, halt ein Vorteil, den dieses Spiel auch einfach hat, ist die Tatsache, dass aufgrund der Tatsache, dass das alles halt sich so in die Länge zieht, dass sie sich halt auch richtig Zeit nehmen können, um Charaktere halt aufzuarbeiten, denen richtige Character-Arcs zu geben. Den halt zu zeigen, okay, er ist jetzt eine Weile so und halt den kompletten Wandel von seinem früheren Standpunkt zu seinem neuen Standpunkt zu zeigen, ohne dass man da erst groß so ein Event braucht, der dann irgendwie diesen Charakterwechsel in die Wege leitet. So, das ist ganz cool tatsächlich. So, da hat man das Gefühl, dass man die Charaktere einfach dann noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Und dass sie hier auch die Zeit haben, die sie brauchen, um so einen Charakterwechsel durchzuführen. Finde ich cool, tatsächlich. Ja, aber das meine ich ja, dass aufgrund der Tatsache, dass das halt alles so über die diversen Add-ons fortgesetzt wird und dass man halt hier nicht in 30 Stunden so ein ganzes Ding abgehakt haben muss, dass man sich da halt die Zeit nehmen kann, um die Charaktere auch vernünftig zu schreiben. Und das ist halt ziemlich cool. Kristallkommandant Level Gear. Und Mu, ich hab's doch gesagt, ihr lasst euch nicht so einfach runterkriegen. Und... Du auch nicht, Reol. Vergebt mir, dass ich euch in das alles mit hineingezogen habe. Ha, dass man in allerhand reingezogen wird, wenn man sich als freiwilliger Kämpfer meldet, war doch klar. Aber auch wenn uns diese intriganten Schweine kalt erwischt haben, wir stehen immer noch für unsere Ziele ein, für die Freiheit Eoseas. Genau, für die Freiheit Eoseas. Ich danke euch. Ihr seid wahre Freunde. Umso schwerer fällt es mir, euch zu sagen, warum ich gekommen bin. Komm schon, Alfino. Wir wissen doch, warum du hier bist. Dein Verantwortungsgefühl sagt dir, dass du die Kristallstreiter ordnungsgemäß auflösen musst, stimmt's? Und das verstehen wir auch.
Aber wir haben uns beraten und sind übereingekommen, dir auch weiterhin zu folgen. Ah, wie meint ihr das? Auch wenn die Kristallstreiter nicht mehr offiziell existieren, so strahlt ihr Ideal weiter fort. Wir werden die Ziele hochhalten, die du uns gegeben hast. Wir wollen dem Bund der Morgenröte helfen, Minfilia suchen und die anderen. Wir werden weitermachen. Es gibt kein Zurück, nur eine Zukunft. Aber Riol, Allian, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Nun siehst du mich auch noch so schwach und sentimental. Der wahre Freund zeigt sich erst in der Not. Jetzt habe ich erfahren, wie tief die Wahrheit ist, die in diesem alten Spruch liegt. Ich will Ihnen ein Freund sein und ihr Vertrauen verdienen. Der ihr Vertrauen verdient. Lasst uns weiter gemeinsam voranschreiten. Wow. Ich glaube aber, ich würde hier den Break machen für heute. Ich will noch ein bisschen was von meinem Samstag haben. Und wir sind auch schon wieder fast 6 Stunden online. Da würde ich sagen, morgen gibt es ein bisschen weniger Animal Crossing. Dafür ein bisschen mehr Final Fantasy 14, damit wir hier vorankommen. Und ich glaube, das wird ganz cool.